Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. Da fällt mir doch gerade auf, was machen die hier eigentlich für eine Sauerei? Überall diese Schlote, von wo kommen die? Von denen hier wahrscheinlich, ja, von der Betonfabrik. Okay, gut. Naja, es gibt ja keine Umweltverschmutzung, also im Spiel. Leider in der Realität natürlich schon, das muss ich glaube ich keinem erzählen. Von daher ist das eigentlich nicht so schlimm. Und sieht doch irgendwie cool aus, finde ich. Man sieht halt, hier wird gearbeitet. Hier wird gewohnt in dem Bereich und wir haben kaum Meldungen, dass irgendwas fehlt. Das ist ja auch sehr schön. Gehen wir mal gucken hier. 1137, 12.0, ja, da sind halt immer noch rund 600, 700 Einheiten entfernt sozusagen. Also sprich, wir haben schlicht und einfach zu wenig Bevölkerung für die Arbeitsplätze, die wir hätten. Ansonsten Strom haben wir wieder, ja, diese blöden beiden Stromkreise, wo ich nicht rausfinde, welches ist die 2. Die 1 wissen wir, die ist eigentlich fast überall. Und irgendwo haben wir wahrscheinlich noch so einen kleinen Abschnitt. Das ist dann Strom. Netz 2. Ja, ist nicht zu eruieren. Also, dann lassen wir es. Gehen wir mal schnell hier hin. Bei der Produktionsansicht. Ja, ist alles okay. Das können wir so laufen lassen. Das ist natürlich auch schön. Wir haben ja noch eine Eisenbahn gemacht mit Hochgeschwindigkeitsschienen. Und zwar, das müsste eh hier sein. Ja, das sieht schon schneller aus mit den drei Pfeilen. Das könnte sogar sein. Man könnte das hier eigentlich noch... Ach, guck mal jetzt. Der war doch gestern verpackt. Jetzt haben wir hier einen zweiten Bahnhof. Gut, brauchen wir nicht. Vielleicht kann ich ihn jetzt abreißen. Jawohl. Weil gestern, ja, wenn ihr die Folge gesehen habt, das Ding hatte kein Dach und man konnte es nicht mehr abreißen. Hier Straßen. Ja, man könnte schon noch was machen. Wir haben ja im Prinzip Zeit. Was soll's? Nehmen wir die hier. Nee, das muss... Habe ich hier eine Autobahn gemacht? Nein. Betonstraßen. Das hat schon soweit seine Richtigkeit. Nehmen wir mal den hier. Zack. Da rein. Dann haben wir die Seite schon mal angehängt. Und hier würde ich das Ganze halt auch machen. Müssen wir hier rein? Ne, hier müssen wir raus. Gut, dann gehen wir hier raus. Ist ja keine Übung. Oder keine kräftige, starke Übung. Gut, das passt auch. Jetzt haben wir die beiden noch. Ich würde sagen, die lassen wir mal. Weil wir sind ja selber. Es ist nicht so, dass jetzt hier LKW an LKW rein will oder raus will. Von daher reicht das, was wir hier an Anschlüssen haben. Man könnte ja noch eine Abkürzung machen, aber das würde ich jetzt auch mal lassen. So. Ich meine, den Bahnhof, wie soll ich sagen, wir haben hier natürlich schon Sachen, die transportiert werden sollen und können, aber im Endeffekt haben wir den Bahnhof, die Bahnlinie gemacht, damit wir den schnellen Zug mal sehen. Das war ja die Grundidee. Wie sieht es eigentlich hier aus? Adamantabbau. Jo, läuft auch. Eigentlich läuft alles. Wie sieht es aus mit Wohnungen? 397. 115 haben wir an Wohnungen. Ja, das reicht auch. Wir können ja mal schnell gucken wegen Leveln. Wo war der Bereich, den wir... Das ist hier. Ja, ja, genau. Hier mit den Parks und den Stadien. Hier haben wir die ganzen Wohnungen hingestellt. Da sehen wir gute Mahlzeiten, Hausgeräte. Hier auch Hausgeräte. Ja, hier die einfachen Mahlzeiten. Irgendwie ist halt bei dem Spiel schon komisch, dass... wenn du das Gebäude hier anklickst, ja, dann fehlt das. Das daneben hat wieder ganz andere Bedürfnisse. Also es sieht so ein bisschen aus, als würden die einander gegenseitig was wegnehmen teilweise. Kann ja nicht sein. Also kann natürlich schon sein. Naja gut. Können wir was Layout-Technisches machen? Dahingehend, dass wir hier vielleicht in dem Bereich, wo wir eben hier dann die Wohnungen hinstellen wollen. Ja, hier mal eine Straße rauf noch. Das muss ja keine fette sein. Einfach, dass wir hier wieder ranbauen können. Dann machen wir mal so. Dann hier rauf. Hier diesen. Dann irgendwie so. Und hier wieder runter. Und hier wieder zurück. So, dann können wir hier doch noch ein paar Häuschen reinstellen, denke ich. Das müsste gehen. Ist das angeschlossen? Nicht, dass wir hier... Nö, das ist angeschlossen. Vielleicht hier noch eine Straße durch. Nicht, dass wir es bräuchten. Aber es schadet auch nicht. Eine Direktverbindung. Gut, generell. Der Verkehr. Der hat schon nachgelassen. Also schon interessant. Ich staune. Und ich behaupte nochmal. Ja, einerseits hat das mit den Brücken zu tun. Man sieht ja auch, die werden genutzt hier. Hier geht halt nichts mehr direkt rein. Das heißt, wir haben hier nicht 10.000 Kreuzungen. Und auf der anderen Seite ganz klar dieser Bahnhof hier. Der hat halt auch hier den Verkehr tatsächlich massiv entlastet, würde ich behaupten. Gut. Können wir was machen? Macht ihr mal was gelb. Damit wir irgendwie noch mal ein bisschen was bauen können. Wobei im Endeffekt ist das natürlich gut, dass wir jetzt irgendwie alles soweit haben. Weil dann kann die Zeit ablaufen und dann holen wir hier auf. Jetzt haben wir 11.4 bei 12.0. Ja, das geht schon vorwärts. Man sieht es hier. Das geht natürlich dahingehend auch vorwärts, weil hier immer wieder Häuser leveln. Und Häuser, die leveln, die haben dann mehr Platz und dann ziehen dort mehr Leute ein. Hier nochmal schnell gucken.
Ja, aber die Hausgeräte sind schon grenzwertig. Wo haben wir denn die Hausgeräte? Irgendwo hatten wir die. Hightech, Computer, Heimroboter, Hausgerät. 120, ja, da können wir was machen. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen was in Sachen Hausgeräten machen. Ich weiß, eben, eigentlich sollten wir nichts machen, wegen der Zahl hier. Aber so ein paar kleine Hausgeräte, die können doch nicht falsch sein. Die brauchen Eisenerz und das andere sind diese grünen. Die grünen haben wir hier. Da würden wir auch den Bonus kriegen. Das Problem ist, ihr seht, alles fröhlich zugebaut. Hier hinten, da geht noch was hin. Wenn ich hier den Raster wegmache. Ja, wunderbar. Schön Bonus garnieren. Da passt noch mal einer rein. Hier passt noch einer rein. Und hier ohne Bonus. Und da haben wir eine Brücke, da passt nichts mehr hin. Das hat jetzt aber mit Sicherheit schon ein bisschen was gebracht. Die sitzen ja hier direkt an der Quelle tatsächlich. Allerdings, denen fehlen natürlich dann die Eisenerze. Aber Eisenerz, das können wir vergessen. Hier, da ist sowieso alles zugebaut. Oh, hier gibt es aber auch nochmal Bonus. Machen wir hier doch nochmal ein paar hin. Dann haben wir zumindest sozusagen, wie soll ich sagen, wirklich genug Hausgeräte. Dann müssen die nur noch transportiert werden. Ja, hier wird es eigentlich auch noch gehen. Wenn ich hier nochmal eine Straße lang ziehe, hätten wir auch nochmal massiv Bonus. Wie sieht es denn aus bei den Hausgeräten? Jetzt. 157, 114. Ja, ich würde die Straße dort... Doch, wir machen schnell eine Straße hin. So, und zwar so eine. Jawohl, wunderbar, perfekt. Genauso wollte ich's. Nein, natürlich nicht. Das werden wir nochmal kurz verschieben. Ja, da ist halt immer noch der Strom tatsächlich im Weg. Jetzt wird es aber immer doofer, weil ich möchte natürlich das schon so haben. Ach, es geht, gut. Also, nochmal Hausgeräte. Inklusive Bonus. Das ist genau mein Anliegen. Einmal hier. Und hier ist dann wieder okay. Und das lassen wir. Gut, jetzt haben wir für Hausgeräte gesorgt. Klar, die sind jetzt natürlich auch wieder ein bisschen weiter weg. Aber ich denke grundsätzlich, je mehr das man hat von etwas, desto eher oder desto größer ist auch die Chance, dass das dann dort ankommt, wo es gebraucht wird. Ja, einfache Mahlzeiten. Im Ernst jetzt. Davon haben wir doch Hunderttausende. Machen wir hier halt noch ein paar einfache Mahlzeiten hin. Hier jetzt ganz bewusst in der Nähe von dem Gebäude, das die Mahlzeiten braucht. So, hier wieder Arbeitsplätze, ich weiß. Aber hier geht es ja auch rauf. Ich bin halt trotzdem versucht. Sollen wir mal ein Experiment machen, dahingehend, dass wir einfach Landebahn an Landebahn hinstellen. Weil wir können es uns leisten. Ich würde das mal machen. Vielleicht finden wir so raus, ob das eben was bringt oder ob es eben tatsächlich nichts bringt, wenn man das so macht. Also, überall wo wir Platz haben... Das wäre zum Beispiel mal hier. Hier dann nicht mehr. Und hier oben ist wieder Autobahn. Da kann ich nicht bauen. Da müsste ich nochmal eine Straße haben. Hier hätten wir nochmal eine Straße. Das ist allerdings von krumm nach schief. Ich hätte die gerne hier. Alle irgendwie beisammen. Das heißt, wir machen hier nochmal eine Straße lang. Irgendwie so. So. Dann hier rauf. Da kriegen wir dort nochmal ein paar hin. Und dann machen wir hier nochmal eine Straße, würde ich vorschlagen. Die darf auch gerne ein bisschen breiter sein. Irgendwie so, so und dann da rein. Wunderbar. Und dann wollen wir doch mal gucken. Weil eben die Ressourcen haben wir. Also da müssen wir überhaupt keine Angst haben. 150 Beton und wir haben 200.000 Beton. Also wir könnten, glaube ich, den Rest der Map zukleistern. Tatsächlich mit Landebahn. Mache ich jetzt aber nicht. Ich mache aber hier tatsächlich einen ganzen Riegel hin. Aha, da geht es dann nicht mehr. Und hier ist wieder der Strom. Hier nochmal einmal. Gut. Und dann gucken wir mal, ob das hier tatsächlich irgendwie sich niederschlägt. Weil es kommen mehr Schiffe an, wenn wir mehr Landebahn haben. Also von daher würde ich eben schon sagen, das bringt irgendwo was. Vielleicht bringt es nicht so viel, wie man sich erhofft, aber ein bisschen was bringt. So, 471, 5, 5, 8 ist in Ordnung. Strom ist auch in Ordnung, so wie es aussieht. Jo, gut, können wir laufen lassen. Da kommt schon wieder ein Schiffchen. Hallöchen Schiffchen, bring uns Einwohner. Wir brauchen hier eine andere Zahl. Das ist eigentlich das einzige Problem, was wir im Moment haben. Eben, dass wir im Prinzip zu wenig Einwohner haben. Der Rest ist eigentlich okay. Und das habe ich ja gesagt, eben deine Kommentar meinte, dann klatscht doch einfach Zehntausende von den Landebahnen hin. Und ein anderer hat gesagt, das bringt halt wirklich gar nichts, weil es müssen ja auch die Wohnungen etc. vorhanden sein. Allerdings, die Wohnungen hätten wir ja. Also Wohnungen haben wir mehr, als wir Einwohner haben. Also das müsste eigentlich funktionieren. Was transportierst du gerade? 161 Einheiten.
Ja, also der Zug ist in dem Spiel tatsächlich sehr wichtig, wenn man den hat. Weil er natürlich ganz einfach die Straßen entlastet. Das ist wie in der Realität. Mit den Waren auf die Schiene und dann hat die Straße auch Freude. Jo. Gut, läuft. Jetzt ist ein bisschen schwierig, was wir hier alles jetzt noch machen. Weil, ja, viel haben wir in dem Sinn nicht, was wir jetzt machen können. Wir müssen im Prinzip warten. Vor allem, bis hier die Forschung in die Gänge kommt. Da könnte man natürlich nochmal schnell gucken. Wir brauchen für die Forschung alles, was es, glaube ich, gibt. Ist das Letzte, was wir erforschen. Das sieht man hier. Und wir brauchen alle Punkte. Da könnten wir ja mal gucken, ob wir bei den Punkten nochmal was machen. Das wäre hier unten. Hier haben wir eine ganze Armada an Wissenschaftsgebäuden, die Punkte generieren. Und wir haben schon mal geguckt. Die Lager sind eigentlich voll. Hier ist voll. Hier ist voll. Hier ist voll. Und hier ist voll. Das heißt ja im Umkehrschluss nichts anderes, wie könnten wir noch mal ein paar machen von denen. Und zwar von allen Vieren. Aber eben, dann treiben wir natürlich die Zahl hier wieder in die Höhe. Das gefällt mir dann eben auch wieder nicht. Weil, guck mal. Die brauchen 14, beziehungsweise 15 Leute brauchen sie, 14 haben sie. Hier 9 von 10. Hier 6 von 7. Und 4 von 4. Also hier oben arbeiten sogar noch zu wenig Leute. Also einer fehlt sozusagen. Ja, dann macht es aber auch keinen Sinn, wenn wir weitere Gebäude hinsetzen. Behaupte ich jetzt mal. Also ich wüsste nicht, was das bringen soll. Wenn eben die Arbeiter dann fehlen. Ja, auch der ist schön am Produzieren. Wunderbar. Hier hinten ist ein bisschen Mangel an dem. Und hier vorne, da fehlt ein bisschen Eisen. Ja, und schon fehlt es nicht mehr. Wunderbar. So, gucken wir nochmal. Strom in Ordnung. 4, 9, 7, 5. Das ist alles in Ordnung. Und hier, ich glaube, bei der Produktionsübersicht. Ah doch, guck mal, jetzt kommt doch nochmal was. Ich dachte gerade, dass sich das langsam erledigt hat, weil wir einfach wirklich jetzt so viel gebaut haben. Aber wir sehen. Genau, die grünen Elektronikmodule, die fehlen. Ein bisschen. Die hatten wir hier. Ja, die haben wir immer wieder. Weil mir fällt dann immer gleich wieder ein, stimmt, da brauche ich nur Eisen oder Kupfer, damit wir den Bonus bekommen. Da, da hätten wir es. Also, da gibt es hier nochmal eine Packung. Auch hier, ich weiß, ganz klar. Wir haben zu wenig Arbeiter. Ich mache die jetzt trotzdem mal hier hin. Ganz einfach, damit wir die gelbe Zahl dort auch wegkriegen. Jetzt haben wir sie weg. So, einmal so. Die brauchen Eisen haben wir hier und sie brauchen Kupfer, kriegen sie von da hinten. Das würde eigentlich eh schon passen. Wobei, die brauchen auch Kupfer und die brauchen das Eisen von hier hinten. Ja, dann können sie das im Austausch machen. Das ist doch eigentlich schon richtig. So, hier wieder raus. Den Kollegen machen wir auch weg. Schön hier. Gefällt mir links die Bohrer. Ne, Blödsinn, das ist dann doch eher rechts. Das andere links. Und hier diese hohen Gebäude. Auch cool. Ja, grafisch, wie gesagt, einfach. Also ich finde es extrem cool grafisch. Es ist von der Performance her ab einem gewissen Zeitpunkt schwierig. Das sieht man. Also wir sind jetzt bei 11.500 Einwohnern. Ja, die Performance ist schon nicht mehr so wie zu Beginn. Das ist aber auch klar. Hier muss natürlich auch dermaßen viel berechnet werden, was den Verkehr angeht. Ja, da hast du einfach irgendwann dann ein Defizit. Aber es geht noch. Es ist also noch dicke spielbar. Außer wir gehen hier auf die zweite Stufe, dann ist es fertig mit spielbar. Ja, im Verkehr auch okay. Auch hier im Zentrum, wenn man so will. Ja, das haben wir wirklich relativ schnell jetzt weggekriegt mit diesem Stau, weil wir hatten einen massiven Stau hier, genau in der Gegend. Das weiß ich tatsächlich noch. Und ich dachte, das könnte tatsächlich schwierig werden. Ja, hier fängt es langsam schon wieder an, sag ich mal. Hier hinten, die Straße ist ein bisschen zu dünn. Da könnten wir natürlich noch schnell eine breitere machen. Bringt das was? Ja, wobei eben. Also im Moment ist es ja noch in Ordnung, die fahren. Das ist halt viel Verkehr, aber das ist halt auch eine große Stadt. Also da kann man dann auch mal viel Verkehr haben. Nein, nicht das Stadion. Ich wollte den Zug haben. Ui. Ja, der hat hier tatsächlich einiges dabei. Und eben, das muss natürlich alles berechnet werden. Wo muss das hin? Macht das Sinn, wenn wir von da Eisen nach da bringen? Und ja, das schlägt dann halt hier in der Performance ein bisschen zu Buche. Das ist auch logisch. Wie sieht es jetzt aus? 11.52. 12.2 sind wieder 700, weil wir natürlich entsprechend gebaut haben. Jetzt müssen wir aber doch nochmal kurz gucken wegen den Habitaten, dass wir da nochmal nachlegen. Platz haben wir ja genug. Machen wir hier doch noch eine Ladung hin. Damit eben nicht passiert, was der eine Kommentar meinte, dass eben dann die Wohnungen fehlen. Und dann kannst du wirklich 10.000 Landeplätze haben. Da kommt natürlich dann keiner. Also wir stellen den Wohnraum zur Verfügung.
Den Rest müssen dann halt die Einwohner machen oder die Einwanderer. So, ein bisschen was haben wir. 11,6. Mhm, das ist wieder okay. Und ich denke, die kriegen hier relativ easy Sauerstoff und was sie brauchen. Ja gut, das ist jetzt halt gerade eine Kohlenstofffilteranlage. Wir können ja einmal noch so einen Sauerstoffkollegen hier hinmachen. So, dann haben die das hier sozusagen in der Nähe. Und die einfachen Mahlzeiten haben wir zum Beispiel da hinten. Da können wir auch nochmal schnell was machen. Aber wie gesagt, diese Gebäude, die sind sowieso extrem dankbar dahingehend, dass man sie einfach praktisch überall hinsetzen kann, wo man lustig ist. So, das sind zwei Stück, so sind es drei. Dann werden die relativ schnell leveln. Man sieht es ja auch, jetzt sind die einfachen Mahlzeiten gleich raufgegangen. Der Punkt ist halt, was wir natürlich hier in der Nähe hinsetzen, muss nicht weit transportiert werden. Also so falsch kann es nicht sein. Selbst wenn man dann zu viel davon hat, dass man da sozusagen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, geografisch das Ganze macht. Sauerstoff fehlt noch, aber das sollte sich, jawohl, das hat sich jetzt auch gerade geändert. Da sieht man, Leute ziehen ein. Und das Ding wird wahrscheinlich auch relativ schnell leveln. Das ist natürlich sowieso hier in guter Gesellschaft. 18 von 18. Und hier fehlen auch ein bisschen die Hausgeräte. Da haben wir jetzt aber nochmal was gemacht bei den Hausgeräten. Aber halt nicht in der Nähe. Das ist wieder. Das ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Ja, Hausgeräte. Die Hausgeräte sind hier tatsächlich Mangelware. Dann mache ich doch noch Folgendes. Wo hat man die Hausgeräte? Hier kommen Hausgeräte noch hin. Da kommt man relativ easy nach da hinten. Ich würde die nicht mehr, oder wisst ihr was, komm, wir machen die doch hier einfach vor die Haustür. Es ist klar, wie kommt nachher diese Elektronikmodule und wie kommt Eisenerz hier hin? Das ist dann die andere Frage. Ich mache die hier hin. So. In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Irgendwie werden die an Eisen rankommen. Und was sie sonst noch brauchen, hoffe ich zumindest mal. Verkehr immer noch in Ordnung. Ja, das Städtchen. Ja, ja, es läuft soweit. Würde ich sagen. Industrie überall, wo man hinguckt. Und hier der Wohnbereich. Hier dieser Bereich hier, der ist halt schon relativ stattlich. Wenn man hier so guckt. Große Städtchen, definitiv. Ja, jetzt sieht man, die brauchen eben die Elektronikmodule. Die haben wir hier. Also Eisenerz haben sie schon gekriegt. Das ging relativ schnell. Da ist auch gerade ein Habitat aufgestiegen. Das sind die frisch gesetzten. Die brauchen als nächstes auch Hausgeräte. Okay, wie kriegen wir hier die Elektronikmodule hin? Da könnten wir natürlich nochmal einen Elektronikmodul-Kollegen hinsetzen. Da ist eher das Problem, der braucht dann auch Eisen, der braucht Kupfer. Ja, wenn der jetzt hier reingepasst hätte. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, so ein einzelnes Teil hier hinzusetzen. Weil wenn sie dann die Grundstoffe hier hinbringen müssen. Oh, hier hinten haben wir aber eh eine ganze Ladung. Ja, da komme ich wieder nicht ran. Da ist irgendwie die Straße Käse. Da müsste ich die Dingens hier hin machen. Wisst ihr was, hier werden wir ganz kurz noch umbauen. Das kommt weg. Straße kommt, das wäre die Breite. Ja, das geht nicht. Komme ich da nicht irgendwie hier rein? Ne, geht nicht. Machen wir sie da rein. So, nicht dass wir den hier, jetzt haben sie gedreht. Ich hoffe, die hatten nichts Wichtiges dabei. Weil das ist natürlich der Straßenanschluss hier von den Bohrern. Den muss ich lassen. Ja, lassen wir es mal im Groben. Es passt ja soweit, denke ich. Gut, liebe Freunde, danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch noch schöne Ostertage. Und ja, danke fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.